Willkommen zurück, das folgende Level ist scheiße und der Ersteller soll dafür in der Hölle schmoren. Was möchte ich damit ausdrücken? Ich habe schon ein paar Mal versucht. Es ist ein Scrawling Lava Level mit Lava hinter uns und unter uns und später dann über uns und unter uns und neben uns und überall und nirgendwo ist man sicher. Und wenn wir nicht springen, sind wir hier sofort tot. Wenn er manchmal nicht auf die Eingabe reagiert, auf die Sprungeingabe, dann springt er halt nicht und dann versinkt die Plattform in Lava und dann ist man tot. Und das ist nicht schön. Kann man, glaube ich, verstehen. Und außerdem ist die Hitbox von der Lava ein bisschen falsch. Weil man stirbt auch, wenn man nicht unbedingt die Lava berührt. Ja, die blöden Schaufel-Footballspieler, warum auch immer die eine Schaufel haben, Sozialdienstleistung oder so, weiß der Geier. So, den Yoshi können wir noch gebrauchen, den werden wir aber gleich los. Rein da! Hurry, the lava's falling! Scheiß aufs Power-Up. Nö, denn ich hätte doch lieber klein bleiben sollen. So, Dreckstelle Nummer 1. Oder Nummer 2 oder Nummer 3. Man weiß nicht, wo man hinspringen soll. Und wie lange man springen soll. Das ist nicht fair, verdammt! Ah, das ist dumm! Ich hasse dieses Level! Nur wegen... Ach... Das ist viel zu wenig Platz zum Springen. Du darfst nicht zu spät abspringen, ansonsten... wirst du von unten verbrannt und wenn du zu früh abspringst... wirst du oben verbrannt. Das ist so scheiße. Kannst mal fertig sein, scheiß Level. Ich will das Level heute noch schaffen. Ich muss das Level heute noch schaffen, weil heute kommt die Folge. Also die Folge, die ihr gerade seht, wenn sie die an Veröffentlichkeit und ich habe die am selben Tag aufgenommen, wenn ich sie veröffentlicht habe. Bla, ich weiß nicht, was ich laber. Ich bin genervt von diesem Level. Es ist schlimmer als das Glitch-Plattform-Schloss. Wow. Und wieder ist die Frage, hätte ich nicht lieber klein bleiben sollen? Wäre das nicht vielleicht klüger gewesen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Warten, warten, warten. Warten, 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 warten. Wartenfall? Kann ich da rein? Gibt's den Checkpoint? Ich bin zum ersten Mal zum Checkpoint gekommen. Bei so vielen Versuchen. Ah, es ist ja hoffentlich der schlimmste Teil. Ah nein, diese Plattformen sind ja auch nicht gerade das Beste. Ah, es geht noch alles. Geht noch alles. Ist okay. Ja, es ist okay, das Level. Das ist okay, das... Das war vielleicht eine doofe Idee. Ich wollte wissen, ob es da vielleicht irgendwo hingeht. Es war eine doofe Idee. Nicht sowas machen. Einfach Level. Das ist ein gelbes Level. Da wird kein Geheimnis sein.
Außer man sagt dir, dass hier in diesem Level ein Geheimnis ist. In irgendeinem anderen Level ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass hier ein Geheimnis ist. Wie das mit den Chocolate Lake. Geh aus dem Weg. Wow. Wow. Hey. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht mehr passieren dürfen. Ich brauche das Leben, ich brauche das Leben. Und sind nur 8000. Egal, Level geschafft. Ah, das ist schon das Schloss. Geisterhaus. Geisterhaus heißt zwei Ausgänge. Glowing Ghost House. Ein leuchtendes Geisterhaus. Keine Yoshis. Nicht zu weit laufen. Ha! Dachtet ihr, könnt mich verarschen? Oh nein, die Mauer. Geister, die werde ich wahrscheinlich gebrauchen. Ha? Ich bin gut. Da hat mich aber gerade der Pilz sauer verarscht. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Du auch. Auf dich ist dann hier auch wirklich das Ende. Was nicht ist. Ist auch nicht so schlimm. Oh nein. Hä? Ist doch noch nicht das Exit? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Das war doof. Das war doof. Das war dumm. Ich will zum Ausgang. Hier ist gerade mein Checkpoint. Welcher ist das? Welcher ist richtig? Wollt ihr mich verarschen oder so? Fuck! Wo bin ich denn jetzt? Zeichen. Ha! Mit den Schlüssel an die Macht. Wie komme ich da unten hin? Gab's da eine Tür?
Zur Hölle? Was? Moment mal, ich habe ja einen Checkpoint. Was ist da oben? Ich brauche eine Super Leaf. Ich brauche kein Super Leaf. Es gibt Steinboost. Ah. Schon wieder ein Schlüssel? Moment, Moment, vorher gucke ich hier nach Power-Ups. Oh nein, grüne Giftblasen. Könnte ich jetzt Spin-Jumps machen, dann wäre das kein Problem hier, dann werden sie sich gar nicht bewegen. Ich weiß nicht, wofür ich den Schlüssel brauche. Das Geisterhaus ist mega böse. Ja, ich komme da nicht hin. Danke. Was soll die. Hätte ich den Schlüssel mit draufschmeißen sollen? Wahrscheinlich. So, wir wissen, was wir tun müssen. Oder ich weiß, was ich tun muss. Nicht sterben jetzt. Nicht echt jetzt. Oh Mann, dieses Haus ist schlimm. Ja, ist so verwirrend. Und wie soll ich den Schlüssel und Dings rumtragen? Ich bin gleich tot. Wann der Tür, gehe ich die Tür. Ach, verdammt, jetzt ist da natürlich kein Dings mehr. Keine Münze. Aber wir sind uns einig, hier gibt es zwei Ausgänge. Und hier bin ich schon wieder falsch. Da ist so ein Schlüssel, den ich nicht gebrauchen kann. Ja. Ja. Ich hab gar nichts hinbekommen.
The fuck? Was ist das für ein scheiß Haus? Warum? Den ganzen Kack nochmal, hier war kein Power-Up-Biver. Bleib stehen! Scheinbare Wände. Nein, hör auf damit. Moment, wo habe ich den Schlüssel her gehabt? Das ist eine andere Stelle. Sind wir wieder hier? Treffer. Wohin? Welche der 1000 Türen führt zum Ausgang? Sagt es mir. Was habe ich da jetzt schon wieder gefunden? Sind wir hier? The fuck? Ah, nein. Ah, nein. Was zur Hölle? Nee, nee, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was zur Hölle? Ich brauche 3 Schlüssel. Ich bin auch nicht mal fähig, den normalen Ausgang zu finden, wenn es hier 2 Ausgänge gibt. Oh Gott. Ja, muss er, das ist ja das Warp, die Warp-Zone in der Nähe. Ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Glück auf. Euer Hyde.